Für viele Menschen fängt der Süden in Slowenien an. Hinter den letzten hohen Bergen der Alpen findet man in einer karstigen Hügellandschaft die ersten Vorboten der Balkanhalbinsel. Und in den mediterranen Küstenstädten kann man am Ufer sitzend von der Ferne träumen. Lange Zeit war die Geschichte dieses Landes eng verknüpft mit den Habsburgern. Hier züchteten sie in Lipica über Jahrhunderte die weißen Pferde für die spanische Hofreitschule in Wien. Hier wehrten sie Feinde ab und hier rekrutierten sie Soldaten für ihre Kriege. Hier errichteten sie weite Teile der Südbahn, um eine zeitgemäße Verbindung der Kaiserstadt mit der Mittelmeerküste zu besitzen. Und hier eröffneten sie eines der schönsten und mondänsten Hotels seiner Zeit, in einem der Luftkurorte an der nördlichen Adria. Sie hatten großes Interesse, ans Meer zu kommen. Und dieses Interesse ist eigentlich durch die Jahrhunderte geblieben. Es ist wichtig festzustellen, dass das Motto der slowenischen Nationalbewegung lautete: Alles für Glaube, Vaterland und Kaiser. Heute sind Österreich und Slowenien als demokratische Staaten partnerschaftlich verbunden. Und sie versuchen unter anderem 2020 mit dem österreichisch-slowenischen Nachbarschaftsdialog ihr gemeinsames Erbe über Veranstaltungen und andere Aktivitäten besser kennenzulernen und für die Zukunft zu nutzen. Große Teile Sloweniens befanden sich über Jahrhunderte unter der Herrschaft der Habsburger. Trotz dieser langen gemeinsamen Geschichte begegnet man in dem 1988 gegründeten Staat kaum Zeugnissen, die an das österreichische Herrscherhaus erinnern. Erinnerungsstücke an die Kaiserzeit stehen heute vor allem in den Museen, wie der steinerne Kopf Kaiser Franz Josefs im Stadtmuseum von Ljubljana, der früher zu einem Denkmal in der slowenischen Hauptstadt gehörte. Mit der Kaiserzeit kokettiert man in Slowenien nur mehr aus nostalgischen Gründen. Zumindest in manchem prunkvollen Herrschaftssitz wie dem Schloss Stattenberg. Die Beziehung der Habsburger zu Slowenien war durchaus enger, als dies vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg gerne dargestellt wurde. Nicht zuletzt wusste das österreichische Herrscherhaus die strategische Lage dieses Landes zu schätzen. Von großer Bedeutung waren die leicht passierbaren Übergänge über das heutige slowenische Territorium nach Italien und zur Adria, die schon in der Antike genutzt worden sind. Die Habsburger zog es an der Adria, allerdings nicht in die stark von den Venezianern geprägten Städte Koper und Piran, die heute zahlreiche Touristen an die slowenische Küste locken, sondern primär in die große Hafenstadt Triest. Die Habsburger hatten schon ein großes Interesse, bis an die Südostgrenze des Reiches zu kommen. Sie hatten großes Interesse, ans Meer zu kommen. Und dieses Interesse ist eigentlich durch die Jahrhunderte geblieben, obwohl, als sich Triest den Habsburgern unterstellt hat, hier nicht ganz genau für die nächsten Jahrhunderte weiß, ob sich die Habsburger dessen bewusst waren, welche Lage Triest hatte oder welche Option Triest für die Habsburger offerierte. Dessen bewusst wurden sich die Habsburger erst mit der zunehmenden Schwäche der Republik Venedig. Und erst Ende des 16. Jahrhunderts wird dann praktisch Triest im Fokus der Habsburger wichtig. Obwohl Titos Partisanen am Ende des Zweiten Weltkriegs Triest befreit haben und vor dem Ersten Weltkrieg bei einer Volkszählung 1910 festgestellt wurde, dass in Triest mehr Slowenen leben würden als in Ljubljana, bekam letztlich Italien die Hafenstadt zugesprochen. Triest war auch das Ziel der Südbahnstrecke, mit der man die Kaiserstadt Wien mit der Adria verbinden wollte. Die Bauarbeiten begannen in den 1840er Jahren, wobei die Strecke in Slowenien über Celje und Ljubljana geführt wurde und erst ab 1857 mit der Fertigstellung des Abschnitts zwischen Ljubljana und Triest durchgängig befahrbar war.
Franz Josef und Elisabeth persönlich eröffneten am 11. März 1857 den letzten Teilabschnitt. Auf der Eröffnungsfahrt hielt der Zug in Postojna, wo sich mit der Postojnska Jama, der Adelsberger Grotte, eine der Hauptsehenswürdigkeiten des Landes befindet. Die Geschichte dieser zweitgrößten Tropfsteinhöhle der Welt ist eng mit dem österreichischen Kaiserhaus verbunden. Kaiserlichen Besuch erhielt die Adelsberger Grotte erstmals 1815 von Franz I. Als man 3 Jahre später die Höhle für den 2. Besuch des österreichischen Kaisers vorbereitete, entdeckte Luka Cech den Durchgang zu den Innenräumen der Höhle und damit ein 21 Kilometer langes Gangsystem. Dies war der Auftakt für die touristische Entwicklung der Höhle. Und es war Kaiser Ferdinand II., der sich 1819 als erster Besucher in das Goldene Gästebuch der Höhle eintrug. Auch Kaiser Franz Josef war so beeindruckt von der Postojnska Jama, dass er sie 1883 anlässlich des 600-jährigen Jubiläums der Eingliederung der Krain in die Habsburger Monarchie ein zweites Mal besuchte. Damals besaß die Postojnska Jama bereits eine Höhlenbahn und war als erste Höhle weltweit elektrifiziert. Durch Ballveranstaltungen, die regelmäßig in der Höhle stattfanden, und mit der Eröffnung des ersten unterirdischen Postamts, das ab 1911 täglich geöffnet war, verstand man es in Postojna auch weitere Akzente zu setzen, die zur frühen touristischen Berühmtheit der Höhle beitrugen. In der Postojnska Jama ist die Geschichte der Habsburger so präsent wie an kaum einem anderen Ort in Slowenien. Dabei waren die Habsburger in den slowenischen Landen durchaus populär. Besonders großer Beliebtheit erfreute sich der Bruder von Kaiser Franz I., Erzherzog Johann, der, wie in der nördlichen deutschen, auch in der südlichen slowenischen Steiermark, wesentliche Modernisierungsprojekte in der Landwirtschaft und der Infrastruktur vorantrieb. Die Verbundenheit der Slowenen mit den Habsburgern kann man auch aus der Tatsache ablesen, dass es selbst den nationalistischen Kreisen zunächst nicht um eine Loslösung von der Monarchie, sondern um die Errichtung eines slowenischsprachigen Kronlands nach dem Vorbild Ungarns ging. Es ist wichtig festzustellen, dass das Motto der slowenischen Nationalbewegung, insbesondere des konservativen Teils der slowenischen Nationalbewegung, eigentlich lautete: Alles für Glaube, Vaterland und Kaiser. Im Prinzip ist vorauszuschicken, dass die Slowenen sehr Habsburg loyal gewesen sind, katholisch, selbstverständlich. Und natürlich hatten sie auch eine in slowenischer Sprache gesungene Kaiserhymne auf den Kaiser Franz Josef, der hat ja schließlich sehr lange regiert. Und zu seinen Regierungsjubiläen gab es auch dort Festivitäten. Also da hat man das besonders gefeiert. An das 40. Regierungsjubiläum des Kaisers erinnert in Ljubljana die sogenannte Drachenbrücke. Sie wurde in den Jahren 1900 und 1901 als erste Stahlbetonkonstruktion Ljubljanas und als eine der ersten und zugleich auch größten derartigen Brücken in Europa als Jubiläumsbrücke errichtet. Große Hoffnungen setzten die Slowenen in den Reformwillen des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand. Franz Ferdinand band die politischen Eliten aller in Österreich-Ungarn lebenden Nationalitäten natürlich in seine Überlegungen zur großen Reform von Österreich-Ungarn ein. So war er auch in regem Austausch mit den Slowenen und einige seiner engen Mitarbeiter waren wichtige Persönlichkeiten der slowenischen politischen und kulturellen Bewegung. Selbst nach der Ermordung Franz Ferdinands waren die politischen Führer des jugoslawischen Clubs im Parlament darum bemüht, eine Eigenständigkeit der slowenischen Gebiete unter der Krone Habsburgs zu schaffen. Aber irgendwann einmal dann reicht es und das Kaisermanifest von Karl I. kommt einfach zu spät. Das heißt, man war sehr lange loyal, man hat sehr lange zugewartet. Also angeblich soll Korosch jetzt zum Kaiser bei der Audienz gesagt haben, Majestät, es ist zu spät. Das ist halt ein paar Monate, bevor die
Monarchie eigentlich zerbricht und der Erste Weltkrieg endet. Die Slowenen hatten aber nicht nur ein nahes Verhältnis zu Kaiser Franz Josef, sondern auch zu seinem Bruder, Erzherzog Ferdinand Maximilian, den späteren Maximilian von Mexiko. Fast in Vergessenheit ist dabei das Schicksal vieler Slowenen geraten, die dem Habsburger freiwillig in sein letztlich tödliches Abenteuer über den Atlantik gefolgt sind. Vor einigen Jahren haben der Zeichner Zoran Smiljanic und der Autor Marian Puschavec diese Geschichte aufgegriffen und in ihrem mehrbändigen Comic Die Mexikaner zu neuem Leben erweckt. Mittlerweile ist es auch in deutscher Sprache erschienen. Den Comic über Maximilian und die slowenischen Burschen haben wir hauptsächlich deswegen gemacht, weil wir beide Western- und Cowboy-Filme sehr mögen. Und in den Western-Filmen spielte Mexiko immer eine sehr wichtige Rolle. Wir wissen, dass sich alle Loser und Banditen in Western-Filmen in das sogenannte befreite Gebiet in Mexiko zurückgezogen haben. Auch unsere Loser, die ihr Geld verloren haben, ein Verbrechen begangen haben oder unglücklich verliebt waren, haben sich entschieden, unter der Führung von Kaiser Maximilian nach Mexiko zu gehen, wo sie ihr großes Abenteuer erlebten. Es ist interessant, dass es eigentlich zum ersten Mal in der slowenischen Geschichte vorgekommen ist, dass so viele junge Menschen freiwillig einer militärischen Formation beigetreten sind. Früher gingen sie auch schon in den Krieg, wie unter Napoleon oder in dem Kampf gegen die Türken. Aber damals gingen sie nicht als Freiwillige, sondern sie wurden gezwungen. Es ist bedauerlich, dass wir kein einziges Denkmal in Ljubljana haben, das an diese Expedition erinnert. Wir haben nur ein Gebäude namens Mexiko, einen Wohnkomplex in der Nähe des Klinikzentrums. Und wir haben unsere Comics, die ihre Autoren überleben werden. Und die nächsten 100 Jahre auch. Ausgebildet wurden die Freiwilligen für die mexikanischen Interventionskriege in Ljubljana in einem Kasernengebäude, das sich direkt am Ljubljanica befindet, dem die slowenische Hauptstadt ihren Namen verdankt. Nachdem das Gebäude lange Zeit leer gestanden und durch einen Straßenbau in zwei Teile geteilt worden ist, wird es nun saniert und soll zukünftig zeitgenössischer slowenischer Kunst eine neue Heimat bieten. Bevor Maximilian auf Betreiben Kaiser Napoleons III. Von Frankreich als Kaiser von Mexiko inthronisiert wurde, kommandierte und reorganisierte der leidenschaftliche Seefahrer die kaiserlich-königliche Kriegsmarine. Nach der verlorenen Schlacht bei Solferino zog er sich mit seiner Frau in das für ihn erbaute Schloss Miramare bei Triest, also an die heutige italienische Adriaküste, zurück. Aber auch die heutige Küstenregion Sloweniens zog im 19. Jahrhundert zunehmend prominente Gäste ans Meer. So verwandelte sich mit dem ehemals unbedeutenden Fischerhafen von Porto Roche ein Ortsteil von Piran Ende des 19. Jahrhunderts zu einem mondänen Seebad. 1908 übernahm der Wiener Architekt Johann Eustachio die Planung des Palasshotels, das 1910 als eines der größten und prächtigsten Hotels an der oberen Adria unter Anwesenheit des Thronfolgers Franz Ferdinand offiziell eröffnet wurde. Franz Ferdinand soll auch knapp vor seiner Ermordung 1914 das Hotel an der Adriaküste mit seiner Familie besucht haben. Nach 1945 verkehrten zahlreiche Filmgrößen in dem beeindruckenden Hotelbau, wie Sophia Loren, Lex Barker, Adriano Celentano oder Marcello Mastroianni. Während in Porto Roche noch der Charme der Donaumonarchie spürbar ist, so ist in Koper und Piran noch die lange und enge Verbundenheit der beiden Hafenstädte mit Venedig allgegenwärtig. In Piran wurde auch der italienische Komponist Giuseppe Tartini geboren, dessen Denkmal auf dem nach ihm benannten Hauptplatz steht. Der Platz wurde 1992 zum 300. Geburtstag des Komponisten vom Architekten Boris Podreca neu gestaltet. Die aus weißem Stein gelegte Ellipse erinnert an die elektrische Straßenbahn,
die hier bis 1953 gewendet hat. Piran und Koper waren bis 1809 venezianisch und wurden dann zunächst Teil der illyrischen Provinz Napoleons und nach dem Wiener Kongress bis zum Ende des Ersten Weltkriegs Teil der Habsburger Monarchie. Nach dem Ersten Weltkrieg kam die Region zu Italien und die slowenische Sprache wurde in der Öffentlichkeit verboten. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg blieb das Schicksal der slowenischen Adriaküste als Teil des freien Territoriums Triest lange ungeklärt. Letztlich wurden Koper und Piran erst 1954 Jugoslawien zugesprochen. Hat die slowenische Adriaküste immer eine wirtschaftliche Rolle in der Region gespielt, war ihre strategische Bedeutung im Vergleich zu Triest eher gering. Strategisch bedeutender war hingegen der slowenische Alpenübergang. Dieser erlangte während des Ersten Weltkriegs traurige Berühmtheit. Heute noch liegen Festungen wie das Fort Kluge Zeugnis von den Schrecken der Isonzo-Front ab, die nach der italienischen Bezeichnung des Flusses Socia benannt wurde. Ziel der italienischen Truppen war es, über die Dolomiten in Richtung Triest und Laibacher Becken vorzustoßen. Nach 11 italienischen Offensiven mit Hunderttausenden Toten konnten die Italiener nur die Stadt Görz einnehmen. In der 12. Schlacht siegten die Mittelmächte und stießen bis zum Piave vor, an dem die Frontlinie bis zum Kriegsende verlief. Die Region rund um Kluge war aber schon vor dem Ersten Weltkrieg heiß umkämpft. So drangen 1809 napoleonische Truppen über den Predilpass nach Österreich ein, wo es zu einer Schlacht bei der Festung Hermann kam. Diese wurde nachträglich nach dem im Gefecht gefallenen Hauptmann Johann Hermann von Hermannsdorf benannt, an den heute ein Denkmal erinnert. Napoleon verfolgte mit der Eroberung der slowenischen Küstengebiete drei Ziele. Erstens ging es darum, Italien vor einer Invasion aus dem Nordosten zu beschützen. Zweitens sollte eine Landverbindung mit der Türkei hergestellt werden, weil Napoleon den ambitionierten Plan hatte, in den Orient vorzudringen, der meiner Meinung nach undurchführbar war. Und drittens galt es, Österreich vom Meer zu trennen. Während der napoleonischen Zeit kam es in den illyrischen Provinzen zu einer Stärkung des slowenischen Selbstbewusstseins, wenngleich dies kein Ziel Napoleons gewesen ist. Napoleon hatte keine Slowenen, keine Kroaten und weder Illyrer noch Jugoslawen vor Augen. Mit der Besetzung dieses Gebiets verwirklichte Napoleon seine geostrategischen und militärischen Ziele. Derjenige, der die Situation verändert und verbessert hat, indem er die slowenische Sprache in die Grund- und Sekundarstufe einführte, war sein Generalgouverneur in den illyrischen Provinzen Marschall Marmont. Er veranlasste, dass der slowenische Intellektuelle Valentin Vodnik praktisch alle Lehrbücher in slowenischer Sprache schrieb. Mit Napoleon endete, zumindest für einige Jahre, die Dominanz der Habsburger, die mit der Niederlage von Ottokar II. Przemysl 1278 in Dürnkrut begonnen hatte, der Gebiete des heutigen Sloweniens erstmals mit den Gebieten Österreichs verband. Dieser erlangte nicht nur in Österreich und der Steiermark, sondern auch in der Krain und in Kärnten die Herrschaft. Und als er auch Statthalter von Friaul wurde, erstreckte sich seine Macht vom Sudetenland bis zum Adriatischen Meer. Wobei sein Erfolg nur von kurzer Dauer war. Er hat zu viel Macht bekommen und einen unstillbaren Machthunger und ist deswegen für die römische Königswahl 1273 nicht als Kandidat in Frage gekommen. Und man hat Rudolf von Habsburg gewählt.
Und Rudolf von Habsburg war ein damals unbedeutender, sagt man heute, ein unbedeutender und ungefährlicher Königskandidat. In jener Zeit war das Herzogtum Österreich noch lange nicht mit dem Gebiet des heutigen Nationalstaats ident. Und das heutige slowenische Staatsgebiet teilte sich auf mehrere Länder auf. Slowenien bestand aus den Ländern Krain, einem Teil der Steiermark sowie einem Teil Kärntens, die sich alle innerhalb des Kaiserreichs befanden. Der westliche Teil des slowenischen Gebiets gehörte seit dem späten Mittelalter der Venezianischen Republik. Der östliche Teil Sloweniens, das heutige Prekmurje, gehörte zum ungarischen Königreich. Mit der Gründung einer Stadt hat sich der Habsburger Rudolf IV. In Slowenien verewigt. Auf der grünen Wiese legte er 1365, in dem Jahr, als er in Wien die Universität errichten ließ, den Grundstein für Novo Mesto, zu Deutsch Neustadtl oder Rudolfswerth. Der österreichische Herzog schuf damit einen wichtigen Handelsstützpunkt zwischen den ungarischen Gebieten und der Adria. Bekannter als Novo Mesto ist eine andere Gründung der Habsburger in Slowenien. Das Gestüt Lipica, von dem ursprünglich die bekannten Pferde der spanischen Hofreitschule in Wien stammen. Erzherzog Karl gründete das Gestüt im Jahr 1580. Die weißen Pferde sind allerdings zu Beginn der Zucht noch vielfärbig gewesen. Auch wenn die Lipizzaner aufgrund kriegerischer Handlungen mehrmals evakuiert werden mussten, blieben die alten Verwaltungs- und Stallungsgebäude bis heute erhalten. Die Wiesen, auf denen die Pferde untertags weiden, wurden über die Jahrhunderte der Natur abgerungen. Schließlich mussten zunächst die Steine der karstigen Landschaft entfernt werden. So bedeutend die Lipizzaner-Pferde für die Habsburger Monarchie gewesen sind, in Slowenien waren es über Jahrhunderte weniger die Habsburger selbst, die das Land prägten, sondern verschiedene Adelsgeschlechter, die das Land verwalteten und bewirtschafteten. Eine dieser Familien waren die Auersperg. Die Auersperg sind wie die meisten in Krain beheimateten Adelsgeschlechter im Laufe des hohen Mittelalters dorthin versetzt worden. Und die Auersperg speziell waren sehr wichtig, weil sie eine exponierte Stellung hatten, und zwar wirklich am Zipfel. Sie waren in der Nähe der Südostreichsgrenze angesiedelt und hatten dann eben später in der Osmanenabwehr eine große Rolle gespielt. Um sich vor den Angriffen der Osmanen zu schützen, entstanden auch zahlreiche Wehrkirchen. Eine der bekanntesten und markantesten dieser Wehrkirchen befindet sich in Rastovlje, wenige Kilometer östlich von Koper. Diese romanische, in einer landwirtschaftlich geprägten Landschaft gelegene Dreifaltigkeitskirche ist innen vollständig mit Fresken ausgestaltet. Darunter befindet sich auch ein Totentanz aus dem ausgehenden 15. Jahrhundert. Ein weithin sichtbarer Kirchenbau, der in den Zeiten der Bedrohung durch das Osmanische Reich zu einer wehrhaften Feste umgebaut wurde, ist die Basilika Marie Savetnice s Plaschem in Ptujska Gora unweit von Ptuj. Auch diese beliebte Wallfahrtskirche birgt in der ehemaligen Kapelle des Heiligen Kreuzes gut erhaltene gotische Fresken, auf denen Szenen aus dem Leben Jesu dargestellt sind. Von der Wallfahrtskirche aus sieht man das Schloss von Ptuj. Dort findet man nicht nur mittelalterliche Rüstungen und eine beeindruckende Innenausstattung, die aus dem Nachlass der Familie Herberstein stammt, sondern auch einen Festsaal, in dem auf Gemälden aus dem 17. Jahrhundert osmanische Krieger und andere orientalische Motive abgebildet sind. Vor den Auseinandersetzungen mit den Osmanen flüchteten Menschen aus den serbisch-orthodoxen Regionen am Balkan und ließen sich im Gebiet des heutigen Slowenien nieder.
Muslime haben sich erst im 20. Jahrhundert in der Zeit des jugoslawischen Staates im heutigen Slowenien angesiedelt. Heute bekennen sich rund 4% der Bevölkerung zum Islam. Ihnen wurde in den letzten Jahren eine architektonisch beeindruckende Moschee in Ljubljana errichtet. Im Stadtrat ohne Gegenstimme beschlossen, wurde ihr Bau von der Politik als Zeichen dafür gesehen, dass die kulturelle Vielfalt in Slowenien heute respektiert wird. Neben den Auersbergs waren auch die mit ihnen verwandten Ortenburgs für die Entwicklung der slowenischen Gebiete von großer Bedeutung. Sie trugen maßgeblich zur Kolonialisierung in den waldigen Karstregionen im Süden des Landes bei. Ein Bild von der Kolonialisierung der Region durch die Ortenburgs kann man sich in einem kleinen, zweisprachig gestalteten Museum in Kočevje machen. An die Zeit der Kočeja erinnern nur mehr wenige Bauwerke rund um Kočevje. So die am Stadtrand gelegene kleine Corpus Christi-Kirche, die vor einigen Jahren gemeinsam mit Nachfahren der Kočeja hergerichtet wurde. Fährt man durch die sanft hügelige Landschaft, sieht man auch noch einzelne Gehöfte, von denen manche die letzten Reste Kočeja-Siedlungen sind, auf die heute mehrsprachige Informationstafeln verweisen. Als sichtbare Zeichen der mittelalterlichen Geschichte blieben in Slowenien zahlreiche Burgen erhalten, die heute noch die slowenische Landschaft prägen. Die wohl bekannteste und meistbesuchte Burg Sloweniens ist aufgrund ihrer beeindruckenden Lage die Höhlenburg von Predjama. Sie war Ende des 15. Jahrhunderts im Besitz von Erasmus von Loeg, der von den Habsburgern geächtet, als slowenischer Robin Hood in die Geschichte einging. Nachdem man seine Höhlenfestung mit militärischen Mitteln nicht erobern konnte, wurde Loeg einer Legende zufolge durch einen Verrat besiegt. So soll ein Diener mit einer Kerze ein Zeichen gegeben haben, als der Ritter auf der Toilette saß. Die Kanonen wurden auf die Toilette gerichtet und das war sein Ende. Dienten die Burgen zunächst zum Schutz, so wurden sie über die Jahrhunderte zum repräsentativen Sitz der in Slowenien tätigen Adelshäuser. So wurde die Burg von Ptuj im 19. Jahrhundert einer der Verwaltungssitze der Familie Herberstein in Slowenien. Vor den Herbersteins besaß das steirische Geschlecht der Atems die Burg von Ptuj. Dieses war für die Entwicklung der Stadt und der Region von großer Bedeutung. Unweit von Ptuj ließen die Atems im 18. Jahrhundert das Schloss Statenberg errichten. Heute befindet sich in den Schlossräumlichkeiten ein Museum, wobei nur mehr der Festsaal und Teile der barocken Schlafzimmereinrichtung an die Zeit der Atems erinnern. Wie das österreichische Kaiserhaus verschwanden auch die Spuren, die an die in Slowenien ansässigen Adelsfamilien erinnern. Diese wurden als deutsch angesehen, wenngleich sie zum Teil über Jahrhunderte auf dem Gebiet des heutigen Slowenien ansässig waren. Das Problem mit dem Adel in unserem Land liegt darin, dass seine Herkunft in den traditionellen slowenischen Geisteswissenschaften als ausländisch bzw. deutsch bezeichnet wurde. Dies trifft nur zum Teil zu, weil ein Teil des Adels auch aus hoher Beamtenschaft, erfolgreichen Kaufleuten und Intellektuellen bestand, die nach den im alten Österreich geltenden Regeln vom Kaiser geadelt wurden. Es stimmt also nicht, dass alle Adeligen in Slowenien Deutsche waren. Ich denke, man muss sie über ihre Herkunft und nicht über ihre Sprache identifizieren. Eine Sonderstellung unter den Adelshäusern in Slowenien nehmen die Grafen von Celje ein. Nach ihnen ist mit Celje nicht nur eine wichtige slowenische Stadt im Herzen des Landes benannt. Die drei Sterne ihres Wappens finden sich heute auch in der slowenischen Flagge wieder.
Die Zillis waren zunächst ein wichtiger Verbündeter der Habsburger. Sie entwickelten sich aber mit der Zeit zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten, mit starken Verbündeten wie Sigismund von Luxemburg oder dem ungarischen König, die die Zillis darin unterstützten, ein eigenständiges Herrschaftsgebiet zu schaffen. Aus den Grafschaften Celje und Ortenburg wurde dann tatsächlich ein eigenes Fürstentum. Das führte zum endgültigen Bruch mit den Habsburgern und es kam zum offenen Konflikt, der im Jahr 1443 beigelegt wurde. Die Beilegung erfolgte durch einen Erbvertrag. Dieser besiegelte allerdings das Ende der Zillis, nachdem Ulrich von Celje 1456 in Belgrad von seinen eigenen Verwandten ermordet wurde und keine Nachkommen hinterließ, womit sich die Habsburger endgültig in Slowenien durchsetzen konnten. Heute kann man in die spannende Geschichte der Zillis im neu gestalteten Museum von Celje eintauchen. Das Museum führt aber noch viel tiefer in die Geschichte der Stadt zurück, nachdem sich im Kellergeschoss die Ausgrabung einer alten Römerstraße befindet, sowie mehrerer römischer Häuser. Neben den drei Sternen der Zillis befindet sich mit dem Triglav auch der höchste Berg Sloweniens im slowenischen Wappen. Seine Erstbesteigung ist eng mit dem slowenischen Unternehmer, Gelehrten, Schriftsteller und Mäzen Žiga Zeus verbunden. Angeregt durch eine Tischrunde in seinem Haus, entschloss sich der Naturforscher Balthasar Aké 1777 zur Erstbesteigung des Triglav, wobei nicht er, sondern ein Jahr später sein Begleiter Laurenz Willumitzer als erster Mensch am Gipfel des heute höchsten Berges Sloweniens stand. In der Folge kam es rund um den Triglav zu einer Auseinandersetzung zwischen deutschen und slowenischen Alpinisten. Angefangen hat mit dem deutschen und österreichischen Alpenverein, der die ganzen Schilder und Wegweiser auf den Triglav hinauf deutsch beschildert hat, obwohl die Leute dort in der Gegend alle nur Slowenisch konnten. Als Reaktion auf diese Vereinnahmung des Triglav durch deutsche Alpinisten traten die slowenischen Mitglieder aus und gründeten einen eigenen Alpenverein. Der Pfarrer und Komponist Jakob Aljasch erwarb 1895 den Gipfel und errichtete auf diesem einen kleinen Turm, der den Bergsteigern nicht nur Schutz, sondern auch mit Hilfe einer Karte der umliegenden Berggipfel eine Orientierung in den Julischen Alpen gab. So meldete er beim Triglav den slowenischen Besitzanspruch an und mit dem Lied »Oj Triglav, moj dom« setzte er dem höchsten Berg des Landes auch ein musikalisches Denkmal. Erwacht, würde ich einmal sagen, so mittendrin über in den Julischen Alpen auf alle Seiten. Für mich ist er ein grenzenloser Berg. Die Bedeutung des Triglav spiegelt sich auch in der zeitgenössischen Kunst wider, die den identitätsstiftenden Charakter des Berges immer wieder hinterfragt. Wesentlich ist eine Arbeit des Performance-Kollektivs Oho, die das slowenische Nationalsymbol 1968 in Ljubljana nachgestellt hat. Diese Aktion wurde 2004 vom Künstlerkollektiv Irwin aufgegriffen und 2007 direkt am Triglav von drei jungen Künstlern, die sich allesamt nach dem slowenischen Politiker Janez Janša umbenannt haben. Noch wichtiger als der Triglav ist für das Selbstverständnis des slowenischen Staates die slowenische Sprache und damit auch die Abkehr von der deutschen Sprache, die im Verständnis vieler Slowenen mit einem kulturellen Imperialismus verbunden wird. Mit dieser Thematik befasste sich das Künstlerkollektiv Neue slowenische Kunst. Im Zusammenhang mit der österreichisch-ungarischen Monarchie war die Kultur Sloweniens seit mehr als 1000 Jahren von der deutschen Sprache dominiert. Und dies bot auch den Ansatz für das Kunstkollektiv der Neuen slowenischen Kunst, NSK. Bei den Werken der NSK geschieht es aber nicht mit dem Mittel der Ironie oder mit direkter Kritik, sondern es geht ganz im Gegenteil um eine Überidentifizierung, wie das der slowenische Philosoph Slavoj Žižek benannt hat. Das heißt, um ein Prinzip, in dem sich der Künstler mit dem identifiziert, was er sonst kritisieren würde. Kritisiere und so kommt die Unterschiede.
Gründungsmitglied der NSK ist die Band Laibach, die sich 1980 formierte. Durch die Verwendung totalitärer Symbolik setzte sie sich nicht nur kritisch mit dem damaligen kommunistischen Regime auseinander, sondern auch generell mit dem Phänomen der Massenkultur. Bewusst bediente sie sich dabei der deutschen Sprache und provozierte damit in den 1980er Jahren nicht nur ehemalige jugoslawische Partisanen. Ein Mensch, ein Ziel, eine Weise. Über die Dominanz der slowenischen Sprache in der Gegenwart könnte man vergessen, dass das Land über Jahrhunderte eigentlich mehrsprachig gewesen ist. Neben der slowenisch sprechenden Bevölkerung spielte auch die deutschsprachige Bevölkerung eine bedeutende Rolle, insbesondere in Krain und in der Südsteiermark. An der Küste befand sich auch eine ältere autochthone Gruppe, das waren die Nachkommen einer lateinisch-italienisch-romanisch sprechenden Bevölkerung. Dieser Raum war also eindeutig mehrsprachig. Entsprechend vielfältig waren die Einflüsse auf die slowenische Musik, deren sich auch der Akkordeonist und Komponist Bratko Bibic in seinem künstlerischen Schaffen bedient. Einerseits kam die Musik von der westlichen slowenisch-italienischen Grenze über die Soča. Andererseits gibt es die Musik im Prekmurje mit ungarischen Einflüssen. Ebenfalls die istrische Musik, die sich mit der dinarischen, südslawischen Volksmusik vermischt. Auf die Volksmusik bezogen sollte man sagen, dass Slowenien auf die eine oder andere Weise ein Grenzland ist, aber auch eine Grenzgesellschaft. Deswegen sind die Unterschiede innerhalb der slowenischen Musik abhängig vom jeweiligen Nachbarn. Glasbami in v bistvu izražajo tudi skozi navezave te glas na svojo soseščino. Die Fokussierung auf das Slowenische und die bewusste Verwendung der slowenischen Sprache wurde erst im 19. Jahrhundert forciert und ging mit den überall in Europa aufkommenden nationalistischen Bewegungen einher. Gleichzeitig blieb aber eine enge Verbundenheit mit Österreich, die sich auch in den wirtschaftlichen Verflechtungen der beiden Länder zeigte. So wurden viele slowenische Unternehmen von oder gemeinsam mit österreichischen Investoren gegründet. Und auch so mancher heute namhafte slowenische Kurort verdankt seine Entstehung und seinen wirtschaftlichen Aufschwung der gemeinsamen Geschichte der beiden Länder. In Rogaška Slatina versprüht das Grand Hotel noch immer den Charme der Kaiserzeit. Im prunkvollen Festsaal des Hotels findet man auch ein Wandfresko mit dem Kaiser, der das Hotel allerdings selbst nie besucht hat. Im nicht minder schmucken Konzertsaal des Hotels ist neben den Büsten zahlreicher namhafter Komponisten auch jene von Franz Liszt zu sehen. Liszt unterhielt die Gäste als Pianist bei abendlichen Konzerten, die auch heute noch immer wieder im Konzertsaal oder im Park des Hotels durchgeführt werden. Spürbar ist der Einfluss der Monarchie auch noch in den Städten des Landes. Vor allem in der Hauptstadt Ljubljana. Diese ist allerdings vor allem durch den Architekten Jože Plečnik geprägt, der der Stadt nach dem schweren Erdbeben von 1895 ein neues architektonisches Gesicht verlieh. Im Wohnhaus von Plečnik befindet sich heute ein sehenswertes Museum. Mit seinem Leben und Werk hat sich auch der slowenische Kunsthistoriker und mehrfach preisgekrönte Schriftsteller Robert Simonišek intensiv befasst, als er an einer kunstgeschichtlichen Monographie der slowenischen Sezession gearbeitet hat. Plečnik ist für die Slowenen von großer Bedeutung, als Symbol der slowenischen Architektur, der modernen Architektur und auch in internationaler Hinsicht. Er war bereits während seines Studiums bei Otto Wagner in Wien eine wichtige Persönlichkeit, nicht nur als Architekt, sondern auch als Denker. Ein außergewöhnlich introvertierter Mensch, der in die Vergangenheit und gleichzeitig in die Zukunft blickte. Plečnik, in der Monarchie geboren und ausgebildet,
ist ein herausragender, wenngleich nicht untypischer slowenischer Intellektueller um 1900. Einerseits entstammten slowenische bildende Künstler der österreichisch-ungarischen Monarchie, andererseits waren sie äußerst national orientiert. Die slowenischen Künstler dieser Zeit, wie Richard Jakobic, Matej Sternen, Matija Jama und Ivan Groha einerseits und auf der anderen Seite Künstler wie Maxim Gaspari und Sascha Chantel, waren sich der Bedeutung des slowenischen Volkes und der slowenischen Identität bewusst. Deswegen lautete das Motto der in Wien lebenden bildenden Künstler »Vom Volk«, zum Volk. To je bilo njihovo geslo, iz naroda v narod. Das Zentrum der künstlerischen und kulturellen Entwicklung bildete um 1900 das damals provinzielle Ljubljana, das zu diesem Zeitpunkt weder Museen noch eine Universität besaß. Hierhin zog es die Künstler. Und hier kam es zu einer Verschmelzung der unterschiedlichen Ideen und Kunststile. Vom Impressionismus über den Symbolismus bis hin zur Sezession. Jože Plečnik ist dabei wohl ein gutes Beispiel für die Emanzipation Sloweniens von der österreichischen Monarchie. Er hat kulturelle Strömungen aus der Kaiserstadt übernommen und weiterentwickelt, wodurch eine eigene, unverwechselbare Stilistik entstand. Ein starkes nationales Selbstbewusstsein und nach 1945 die kommunistische Regierung sorgten dafür, dass viele Spuren, die auf die vielfältigen Beziehungen zu Österreich verwiesen, verschwanden. 2020 setzten Österreich und Slowenien als nunmehr gleichberechtigte Mitglieder in der Europäischen Union mit dem Jahr des Nachbarschaftsdialogs über zahlreiche gemeinsame Aktivitäten ein klares Zeichen ihrer engen Verbundenheit. So waren im Wiener Künstlerhaus in der Ausstellung »When Gesture Becomes Event« 16 Positionen junger slowenischer und österreichischer Künstlerinnen und Künstler zu sehen. Die Präsidentin der Künstlerhausvereinigung, Tanja Pruschnik, freute sich über diese Initiative der beiden Staaten. Nicht zuletzt, nachdem sie als Kärntner Slowenin seit Jahren grenzübergreifend agiert. Es ist ja für mich keine außergewöhnliche Art und Weise, so zu arbeiten, sondern es ist eigentlich nur eine Festigung von meiner Selbstverständlichkeit. Weil das ist für mich selbstverständlich. Die Sprachen, die ich lebe, das sind drei eben, die deutsche, die slowenische ganz stark vertreten und natürlich die künstlerische als dritte Sprache. Und gerade die Chance in Wien hier die Sprache wieder sichtbar zu machen, die ja eigentlich in Wien auch als Melting Pot und aus der Historie heraus auch hier beheimatet war. Während sich die slowenische Gegenwartskunst kaum mehr mit Österreich oder der deutschen Sprache befasst, sind vor allem für viele Kärntner Künstlerinnen und Künstler im 21. Jahrhundert Slowenien und vor allem die slowenische Sprache ein wichtiges Thema. So auch für Tanja Pruschnik, die in Slowenien auch Inspiration für ihr künstlerisches Schaffen findet. Meine Handlungsräume sind eigentlich in ganz Slowenien verteilt. Örtlich bin ich eigentlich sehr stark beheimatet im slowenischen Mediterran. Dort arbeite ich auch sehr viel. Ich habe gerade heuer im Zuge des Kärntner Plebiszit-Jubiläumsjahres eine Arbeit fertiggestellt in Piran, habe das dort ausgearbeitet und für nächstes Jahr ist ein großes Projekt angelegt für die nächsten 2 Jahre, das sogar über die slowenische Grenze, über das Meer zur kroatischen Grenze führen wird. Der Traum vom Süden spiegelt sich in Slowenien damit nicht nur in den prunkvollen Bauten aus der österreichischen Kaiserzeit wider, sondern er lebt auch heute noch in der Beziehung vieler Österreicherinnen und Österreicher zu ihrem südlichen Nachbarland weiter. Dabei wird aber zunehmend auch die vielfältige und reichhaltige Kulturlandschaft Sloweniens abseits der Adriaküste wahrgenommen und geschätzt, wo trotz der seit 1918 bestehenden Grenze die lange gemeinsame Geschichte der beiden Staaten immer noch allgegenwärtig ist.